So, der liebe Gogo und ich zeigen euch heute nochmal, wie man Fische filetiert oder wie man es machen könnte, sagen wir so. Es gibt bestimmt immer noch andere Wege, die zum Ziel führen. Bestimmt gibt es auch zig Menschen da draußen, die es zehnmal besser können als wir beide, besonders als ich. Er kann das richtig gut. Und danach zeigen wir das Vakuumieren, wie wir beide das machen, welches Gerät wir dafür benutzen, welche Tüten wir dafür benutzen oder Vakuumbeutel oder Schläuche, so wie Gogo das gerne macht. Danach zeigen wir euch noch, wie wir sie nach Hause transportieren, damit ihr definitiv, wenn ihr aus Dänemark nach Deutschland wieder zurückkommt, vernünftigen Fisch da habt und auch keine Probleme habt beim Verzehr. Und ja, starten wir das Ganze mit Gogo. Der filetiert die erste Forelle. Wollen wir loslegen? Auf geht's. Alles klar. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich einen Fisch filetiere. Dazu haben wir einmal die Imkergabel. Dann habe ich zwei Messer. Eins nehme ich, um das Filet runterzuschneiden und später eins nochmal, um alles sauber zu schneiden. Zeige ich euch aber gleich. So, Fisch liegt hier. Filetierbrett haben wir auch. Das heißt, einfach hinten rein. Langziehen. Bis vorne zum Kopf, dann einmal die Innereien raus, dann ziehen, Messer abschneiden, zack, zur Seite. Einmal oben an der Niere entlang. So. Jetzt gehe ich mit dem Messer hinter die Flosse, schneide Richtung Kopf, bis runter zur Grete, ziehe nach vorne weg, drehe das Messer so, und ziehe an der Grete entlang, aber übertrieben gesehen so. Zack, das war's schon. Erste Seite fertig. Den Fisch drehen. Den Messer wieder einschneiden, zum Kopf hin. Ansetzen, diesmal so gesehen. Zack, zweite Seite fertig. Ist es überhaupt nichts dran geblieben? Jetzt nehmen wir das Filet. Ich mache hier noch mal ein bisschen die Niere weg, damit man das ein bisschen besser sieht, wo man einschneiden muss. Jetzt Filetierkamm, Messer festhalten und dann an der Grete entlang schneiden bis vorne. Und dann immer Richtung Bauch wegziehen. Das heißt, ich nehme das Messer, gehe so an die Grete ran, ziehe den hoch und gehe so wieder hoch. So, jetzt hier noch ein bisschen das Fett weg. So, und jetzt nehme ich das andere Messer, um das nochmal sauber abzuschneiden hier unten. Drehe das Filet einmal am Schwanz hinten gerade. Dann hier einmal noch die überflüssige Haut und das überflüssige Fett weg. So, und fertig. Die erste Seite erledigt. Zweite Seite, wieder die Niere ein bisschen zur Seite, so, einmal schärfen, halt wieder fest, setze hier an den Geräten an, ziehe diesmal aber komplett bis hinten hin, einmal angesetzt, zweimal angesetzt, dritte Mal, hier vorne sitzt noch einer. Dann alles ein bisschen sauber schneiden. So viel wie möglich überlassen. Wieder das zweite Messer entlang. Einmal drehen. Jetzt sieht man hier oben noch das Fett.
ziehe ich auch wieder einmal lang. Und schon haben wir unser Bein gelöst. So, ich mache das gleiche jetzt nochmal, wie Gogo das auch gemacht hat, bloß dass ich die Innereien drinnen lasse. Gogo und ich benutzen das gleiche Messer. Das kommt von Rapala. Sieht man? Nee, warte mal. Von Rapala. Und aus Dorsminden habe ich gelernt, mit dem abgewinkelten Winkel im Endeffekt ist es viel einfacher zu filetieren. Deswegen habe ich mir auch so eine Imkergabel noch besorgt. Schneiden den Fisch im Prinzip einmal unten auf. Und setzen dann genauso an wie Gogo. Einmal hier oben runter. Dann kippen wir das Messer. Das richtig schön knackt. Ziehen das schön sauber bis zum Ende durch. Jetzt hier zwei schöne Filets, machen da jetzt noch die Bauchgräten hier ab und schneiden hier unten das Fett ein bisschen ab, hier oben das Fett ab, hat Gogo mir beigebracht, ist übrigens schöner anzusehen und hier hinten machen wir ihn gerade, so wie Gogo es eben gerade gesagt hat. Und schon haben wir das Filet fertig. Jetzt zeigen wir euch noch, wie wir die Filets ein bisschen trocknen. Wir machen sie nicht mehr ganz trocken, so wie im Frühjahr. Und dann zeigen wir euch noch, wie wir sie vakuumieren und wie wir sie mit nach Deutschland trocknen. So, jetzt kommen wir zu vakuumieren. Wir haben hier im Vakuumbeutel eine geriffelte Seite, eine blanke Seite. Ich nehme die Vakuumbeutel, die komplett fertig sind. Die kriegt ihr bei vakuum.de so. Gogo benutzt die Rollen zum Ausrollen, sodass er sich das für jedes Filet
einzeln genau passgenau abschneiden kann. So, dann achten wir darauf, dass wir möglichst immer beide Seiten, die zueinander gehören, passend vakuumieren und dann dementsprechend auch hinlegen. Die eine Seite nach so, die andere Seite nach so, damit das später im Tiefkühler immer richtig schön versetzt reingelegt werden kann und ihr jede Menge Platz spart dadurch. Wir haben hier ein Vakuumgerät von Caso Fast Vac 500. Dort können wir manuell vakuumieren. So, dass wir genauso lange raufdrücken können, bis die Luft tatsächlich draußen ist. Dann drücken wir auf Schweißen und dann macht dieses Vakuumgerät eine Doppelschweißnaht. So sieht das Ganze dann fertig aus, schön vakuumiert. Und hier oben haben wir die Doppelschweißnaht von dem Vakuumgerät. So, kleiner Tipp nochmal. Zum Unterlegen würde ich mir immer irgendwas hinlegen, was ungefähr die Höhe des Vakuumsgeräts hat. Und jetzt zeige ich euch noch mal kurz den Vorteil von Gogos Vakuumgerät. Dafür holen wir das einmal ein bisschen ran. Und zwar habt ihr hier oben die Möglichkeit, eure Rollen reinzupacken. Und habt hier gleich ein Messer, um das dementsprechend abzutrennen. Hoch runterklappen. Hier sammelt sich dann die Flüssigkeit. Und hiermit wird die Doppelschweißnaht erzeugt. So, einmal kurz zum Erklären, wie Gogo das meint mit diesen versetzten Hinlegen. Wir haben hier das erste Filet, so, jetzt sieht man es auch in der Kamera. Dann können wir das nächste Filet richtig schön versetzt oben rauflegen. Das Ganze könnt ihr dann immer Stück für Stück machen, so dass eure Filets auch immer schön gerade, sauber am Ende im Tiefkühler liegen. Und jetzt erklären wir euch gleich nochmal, wie wir unseren Fisch von Dänemark nach Deutschland zurücktransportiert bekommen. So, nachdem wir dann fertig sind mit den Ausnehmen, Filetieren, Vakuumieren und die ganzen Sachen in die Tiefkühltruhe zu bringen, kommt es natürlich immer noch darauf an, wie ihr die Sachen nach Deutschland zurückbekommt. Wir haben solche großen Thermoboxen hier. Dort kommen noch Kühlakkus rein. Könnt ihr mit einer Cola-Flasche machen, wo ihr ein bisschen Salz reinmacht, Wasser rein, ab in den Tiefkühler. Das hält locker von hier bis nach München. Und das Ding ist immer noch richtig kalt. Gogo, wie transportierst du sie? Ich habe mir von meinem Fischhändler um die Ecke große Styroporboxen besorgt. Da bekommt er immer seinen Tiefkühlfisch von der See oder so mit Eis drin und so weiter. Einfach mal nachfragen. Ich habe sie umsonst gekriegt, danke nochmal. Aber wie gesagt, die sind halt groß, da hält Ewigkeiten das Eis, da passiert gar nichts. Und ich tue einfach nur die Filets stapeln in den Boxen oder den Fisch generell. Pack noch ein großes Kühlakku drauf und fertig. Und bis zu mir nach Hause reicht das alle Male und man sieht nicht ein bisschen, dass es aufgetaut ist. Perfekt. Also entweder geht ihr zu eurem Fischhändler des Vertrauens, fragt ihr nach so einer Box, ob er die vielleicht besorgen kann, vom Großmarkt mitbringen kann. Oder ihr fahrt in die Metro Fegro Selgos. Dort könnt ihr die käuflich erwerben. Und somit könnt ihr euren Fisch sauber und ordentlich nach Hause transportieren. Was hast du noch zu sagen? Läuft. Läuft? Läuft. Gut. Wir machen weiter. Morgen früh gehen wir wieder angeln. Für heute ist Feierabend. Bis dahin. Dicke Fische, dickes Petri. Euer Fishingmann. Und Gogo.